Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer kleinen oder auch größeren Demo von Resident Evil 7. Jo, es war auch zum anderen nicht nur ein Wunsch von mir, das mal wieder zu spielen, also Resident Evil, ne? Mein letztes war ja das 4er. Und ja, es war auch ein Wunsch von euch, ihr Lieben. Und diesem Wunsch werde ich natürlich nachkommen. Was? Wie? Schaut zerstört aus. Hey, das ist aber gar nicht nett. Ich gebe mir extra Mühe, dass ich so ausschaue, ja? Bitte. Wie, die HD-Auflösung ist bei mir überfällig und flüssig. Das ist auch nicht nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe mir extra Mühe, dass ich ausschaue wie ein normaler Mensch. Wie ein normaler Zocki, ne? Hab mich für euch extra hübsch und fein gemacht, hab mir sogar die Haare gewaschen, ne? Nein, Spaß. Ja, bei dem Spiel wird mir wahrscheinlich des Öfteren die Haare zu Berge stehen. Also, ja. Gehen wir es mal an. Gut. Untertitel, ja, von mir aus blend mal ein. Sprachausgabe Englisch. Gibt es, glaube ich, nur Englisch, ne? Anzeigesprache haben wir Deutsch. Spanisch, ich versteh kein Spanisch. Was heißt jetzt Deutsch? Ist das Deutsch? Na, das ist Chinesisch. Alter, was? Das ist Englisch? Französisch, Italienisch, German. Jawohl, so lassen wir das. Dass wir auch was verstehen vom Text, ne? Also ich halt, ja. Mein Englisch ist ja nicht besonders gut. Okay. Wie gesagt, das Resident Evil 4 ist das letzte, das ich jemals gespielt habe. Und ich habe gehört, hier im 7er Teil soll auch der gute Leon mitspielen, was mich persönlich sehr freuen würde. Und ich würde sagen, wir starten das einfach mal. Okay, also mit der F-Taste, okay, bitte. Jo, starten wir das Spiel. Dürfen wir mit der Maus? Ich hoffe, wir dürfen. Ich hoffe, ich darf mit der Maus zielen, ey. Ja, beep. Das ist mein Herz. Stehen geblieben. Ja. Und jetzt? Geht das von selber weiter? Ich hoffe. Jo. Obwohl, der lebt ja noch. Ist ein bisschen leise, ne? Johnny, bist du's? Mach mir die Fesseln los, bitte, irgendwie. Alter, schneid mir die Hand weg. Alter, ja, super. Wie der drückt, ne? Was war das? Das war ein Ladebildschirm. Yay! Ich habe jetzt schon die Hosen voll. Ich habe mir gedacht, bei Horrorspielen werde ich mir eine Checkliste anlegen müssen. Entkommen Sie aus dem Haus. Ja, ich werde es probieren. Okay, natürlich gehen, ne, wie üblich, was haben wir da? Liegt ein Zettel mit Füffüffüffü. Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Was? Welche Steine? Drehen und wenden, ist hinten noch was? Was? Da geht wer. Alter, mir trifft gleich der Schlag. Ich mach mir jetzt schon die Hose. Ja. Schönes Bild, sind wir das? Habe ich eine Waffe? Habe ich irgendwas? Darf ich den Zettel mitnehmen? Nö, ne?
Man durfte da nie was mitnehmen, ne? Man konnte nur die Sachen lesen, glaube ich, noch vom Vierer, ne? Man konnte da nur Munition und so ein Zeugs mitnehmen. Ich will liegen bleiben. So, gibt's hier irgendwas? War das gerade unser eigener Schatten? Alter! Hallo? Ist da jemand? Was haben wir da? Es fehlt eine Sicherung. Ja, meine. Die ist nämlich gerade davon gef. Um Gottes Willen. Gibt es hier wenigstens irgendwas zum Hauen? Ein Brecheisen oder so? Habe ich irgendwas? Haben wir irgendwas? Okay, so können wir uns schützen. Leertaste. Ich soll vielleicht mal die Steuerung mir anschauen. Merkt man, dass mir gerade der Blutdruck steigt? Ey, Scheiße. Ich mag keine Horrorspiele. Ja, warum ich ein Spiel? Ja, keine Ahnung. Weil ich, ja, weil ich mir selber beweisen will, dass ich mutig sein kann. Ja, mutig. Mein eigener Schatten, Alter, der Schatten. Hey, da ist Licht. Boah, ich vermisse gerade das Vierer Resident Evil. Da hätte, da, was? Wieso hat die einen Sack über dem Kopf? Eine Küche. Eine Küche ist immer gut. Da liegen sicher irgendwo Messern rum. Eine Bratpfanne, ich nehme die auch. Das wäre mir wurscht. Irgendwas. Immer das Gefühl, mich holt jetzt gleich was. Ist das eine Krähe? Das ist eine Krähe. Okay, das heißt, Krähen gibt es ja auch. Kakerlaken, wie üblich. Ist der Eintopf voll mit Maden? Jupp. Ja, weil es waren eigentlich sonst immer die Eintöpfe voller Maden, ne? Das kennen wir ja noch. Also ich kenn's halt vom Vierer. Da war er ja, war man auch in so einem komischen Dorf, ne? Alter, da hinten geht's raus. Alter, hätte mich von hinten, hätte mich da einer schnappen können. Peter, ich will doch nur ein Messer oder irgendwas. Peter, das kann nicht sein, dass da gar nichts gibt. Messer, eine Buffen, irgendwas. Ich nehme alles. Ich würde sogar die Bratpfanne nehmen. Dort ist ein kleines Schlüsselloch. Ja, sicher, jetzt muss ich den Schlüssel suchen oder was? Alter, Alter! Es ist nur ein Spiel. Ich glaube, wenn das Spiel heraus ist, mache ich zu meiner eigenen Sicherheit nur 20 Minuten Pass. Kann ich eigentlich laufen? Sprinten, meine ich? Geht das irgendwie? Ich kann nur gehen. Okay. Toll, da ist nichts. Alter! Na, mir trifft gerade der Schlag. Alter, Alter. Darf ich das aufmachen? Was ist denn da los?
Ein Bolzenschneider. Okay, das war jetzt nicht so schlimm. Aha. Und das jetzt? Kann ich aktivieren oder was? Ein Werkzeug zum Durchtrennen von Ketten. Aha, von Ketten. Okay. Ja. Bitte, von wo kam jetzt das Kind? Alter. Von wo kam jetzt das Kind her? Also das Kind, sage ich, die Puppe halt. Sie brauchen einen Schlüssel, um zu entkommen. Ja. Habe ich gerade mitbekommen. Da gibt es scheinbar wieder mehrere Schlüssel. Gut. Ich kann damit nicht schlagen, ne? Ich will doch nur irgendeine Waffe haben, damit ich mich wenigstens verteidigen kann. Blinkt da oben gerade was? Alter! Keine Reaktion. Das heißt, wir brauchen Strom, oder wie? Da ist auch nichts. Scheißen Dreck. Boah, ich werde so oft verrecken. Das weiß ich jetzt schon. Psychospielchen, ne? Die war ja gerade vorher nicht da, oder? Das ist Kacke. Ich weiß nicht, wo jetzt ein, wo es weitergeht. Ich darf jetzt Ketten durchschneiden. Alter. Okay. Ketten durchschneiden. Hier die Tür, ging die auf? Alter. Ist da gerade jemand? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich vermisse das 4. Resident Evil. Kann man da was anbringen? Okay. Ich vermisse das 4. Ich will eine Buffen haben. Irgendwas. Ein Messer. Pistolenmunition. Subi. Für... etwas, wo wir noch keine Pistole haben. Was ist da alles? Kann man da irgendwas? Alter. Ja, ich muss mir erst wieder an sowas gewöhnen. Ich Idiot hätte vielleicht zuerst nochmal das 4er durchzocken sollen. Vorher im Privaten. Um Mut zu fassen. Gibt es jetzt bald mal irgendwo eine Pistole? Das kann ja nicht sein. Da war sicher eine in dem Raum, wo wir zuerst rausgekommen sind, oder? Da muss es was. Es muss irgendwo was geben. Es kann nicht sein, dass ich hier schon 12.000 Patronen kriege. Obwohl, geht ja auf. Da war unser Zimmer, ne? Ja. Wie gesagt, es kann nicht sein, dass wir da so viele Patrönchen kriegen.
Und dann, sie haben keine Videokassette. Und dann kannst du mit der mal schießen. Es muss hier irgendwo eine Pistole geben, das gibt's ja nicht. Dann gibt es hier nur mal Munition zum Sammeln. Wir haben jetzt, glaube ich, wie viel? 6 Schuss? Ich nehme auch eine Latte, das wäre mir wurscht. Ich weiß jetzt schon. Ich habe maximal 2 oder 3 Barts pro Tag, jeweils 20 Minuten. Da ist eine drin. Leeres Notizbuch. Alter Schalter. Das ist auch verschlossen. Ich hüpfe gleich aus dem Fenster, ey. Okay, dann gibt es hier mehr. Dann gibt es hier mehr. Okay. Wir haben das leere Notizbuch. Alles klar. Wir brauchen Schlüssel. Die Tür ist komplett verriegelt. Keine Ahnung warum. Was machen wir mit dem? Hier haben wir nichts drin. Okay. Wir brauchen Zeug. Da liegt jemand drin, ne? Ja, okay, was machen wir jetzt? Ich werd noch so lange hier im Kreis herumrennen, bis mich da irgend so ein Viech schnappt, ne? Warum finden wir hier nichts? Das gibt's ja nicht. Kann man hier irgendwas verschieben? Auf jeden Fall braucht man eine Sicherung. Auf alle Fälle Sicherung und ich für mich selber eine in Reserve. Ah. Und den Fetzen kann ich nicht mitnehmen, ne? Na, hatte ich eh. Hoppala. Warte, was haben wir denn da? Notizbuch. Hä? Ach so. Anschauen, okay. Warte. Patrönchen. Was gibt's denn hier noch? Man kann Objekte wieder kombinieren, okay? Objekt benutzen. Objekt wegwerfen. Na, wegwerfen tun wir nichts. Na, na. Wir haben einen begrenzten Inventarplatz. Sehe ich das richtig? Gegenstände kombinieren, okay. Alter! Alter! Der erste Part ist gleich vorbei und ich habe nichts erreicht. Außer, ich glaube, 3 Sachen gefunden. Oder 4. Alter, also dieser Schatten. 3 oder 4 Sachen gefunden, mehr nicht. Ja, das ist bei mir der Blutdruck wieder und die Nerven. Das ist. Da muss ich. Ist so um das Licht angegangen? Daran muss ich mich jetzt erst wieder gewöhnen an das Ganze hier. Das ist für mich gerade wieder richtig. Pfui. Da ist wirklich nichts. Ich habe echt Angst, dass mal jemand hinter mir steht. Moment, jetzt steht die wieder da? Die stand doch. Das machen die schon mit Absicht, oder? Die wollen einen da ein bisschen seelisch mürbe machen, ne? Also im Kopf mürbe. Habt ihr das schon gehört? Es kommt ja Outlast 2, ne? Und da schicken die sogar eine Windel mit, wenn du das Spiel kaufst. Kriegst du sogar eine Windel mit. So. Ganz ehrlich, da hatte der liebe Gronkh aber schon ein bisschen, wie soll ich sagen, schön, einen kleinen Bonus, wenn man da zu zweit sitzt. Andererseits, wenn einer schreit, schreit man selber mit und das, das ist so ekelhaft,
schreit man selber mit und das könnte unter Umständen auch wieder schlecht sein. Da ist gar nichts, ne? Da ist nur alles vergammelt und verschimmelt. Sonst ist da gar nichts. Okay. Ich nehme auch den Deckel. Ich sag's euch, ich schmeiß mit irgendwas. Ist mir wurscht. So. Okay, der erste Part wäre zu Ende. Ich habe nichts erreicht. Gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich muss eine Kette wahrscheinlich suchen. Irgendwie wird es wahrscheinlich eine Kette geben, die ich jetzt durchschneiden darf und kann. Und die muss ich einfach suchen. Also ich muss jetzt erstmal meine Nerven da zusammenkriegen. So. Und dann wird es schon werden. Kann man da was machen? Was ist denn da? Das ist nur so ein Sauhakel, ne? Das ist ekelhaft. Bäh. Naja. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ich hoffe, ich finde da bald mal was an. Eine Waffe wäre echt gut. Allein für mich selber. Also Waffe wäre echt gut. Und ja, ich werde mich dann im nächsten Part hier weiter durchzittern. Gespannt, dass zu jeder Zeit was kommen kann. Aber momentan scheint es doch ruhig zu sein. Wahrscheinlich habe ich es gerade verschrien. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann mal für den ersten Demo-Part. Ich halte mich echt, glaube ich, auf 20 Minuten. Und weil es eh nur eine Demo ist, ne, bis das Spiel da ist, können wir uns so ein bisschen die Zeit vertrödeln, würde ich sagen. Und auch beschäftigen natürlich. Na gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ja, und natürlich auch wieder fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Eine Kette, ich habe sie gefunden. Also dann, bis zum nächsten Part. Tschüssi!